Willkommen. Dies ist ein Anleitungsvideo für die Montage und den Austausch des Sitzes des Laguni Blue. Diese Anweisung gilt auch für den Laguni Custom. Im Lieferumfang sind folgende Teile enthalten: Der Sitz mit 4 Edelstahlbolzen M5x25, 2 Edelstahlbolzen M5x20, 4 Schrauben aus rostfreiem Stahl M4.8x22. Die Montage dauert etwa 15 Minuten. Lösen und entsorgen Sie alle Schrauben und Bolzen, mit denen der Sitz am Rahmen befestigt ist. Heben Sie den Rahmen vom Sitz und legen Sie ihn beiseite. Nehmen Sie die Bodenplatten vom Sitz ab und legen Sie sie beiseite. Der Einbau in den neuen Sitz erfolgt auf die gleiche Weise. Lösen Sie die 6 Edelstahlbolzen, wobei die beiden oberen eine kleinere Größe haben. Bringen Sie die Bodenplatten auf dem neuen Sitz auf die gleiche Weise an. Stecken Sie die beiden kleinen M5x20 Schrauben durch den mittleren großen Schlitz in den Bodenplatten in die beiden oberen Löcher des Sitzes und ziehen Sie sie fest. Prüfen Sie gegebenenfalls den genauen Abstand mit der Rückenlehne und stellen Sie ihn gegebenenfalls ein. Setzen Sie den Rahmen mit den Rädern mit den Löchern über die Schlitze der Bodenplatten. Stecken Sie die 4 Schrauben M5x25 sowohl durch den Rahmen als auch durch die Bodenplatte in die 4 nächstgelegenen Löcher und ziehen Sie sie dann am Sitz fest. Schrauben Sie die 4 Schrauben in die Löcher der hinteren Platten des Rahmens. Drehen Sie den Sitz um und bringen Sie alle Teile wieder an. Vielen Dank für Ihren Besuch. Besuchen Sie uns auf www.laguni.com für weitere Informationen.